So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich muss wieder mal den Müll wegbringen und ihr wisst, was das heißt. Es ist Raid Boss Wechsel in Pokémon Go. Ansonsten gehe ich nämlich nicht aus dem Haus. Ansonsten bringe ich auch keinen Müll weg. Und wenn ihr wissen wollt, was das für Müll ist, das ist jetzt hier das Katzenklo, also das Katzenstreu von Adi und Molly gesammelt. Wobei gefühlte Adi gar nicht mehr aufs Klo geht und Molly nicht mehr auf ihr, sondern auf seins oder auch was weiß ich, keine Ahnung. Dieses Kotgeschäft geht mich nichts an. Wir sind auf dem Weg zu einem Proto-Raid. Jetzt weiß man natürlich nicht, was da drin ist, weil es könnte Proto-Kyogre sein oder es könnte Proto-Groudon sein. Deswegen habe ich in den Community-Tab erstmal nur Überraschungs-Proto Community Raid gepostet. Ich würde mich natürlich freuen, wenn es Kyogre ist. Warum? Das sage ich euch aber gleich. So, hier sind Altglas-Container, damit ihr Bescheid weißt. Und das da hinten, pass auf, das ist die Arena. Denn das ist der Fledermausturm, der steht unter Naturschutz, weil da die Fledermäuse drin sind. Also das ist sozusagen die Bathöhle aus Mining. Da laufen wir jetzt runter und dann schauen wir mal nach dem Community Raid. So, hier seht ihr schon, wir kommen immer näher. Ihr müsstet, wenn ihr die Videos verfolgt, den Fledermausturm ja schon kennen, schon mal gesehen haben. Aber ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich jetzt mit der GoPro 11 unterwegs bin und den Fledermausturm filmen kann. Kann auch hin und her schwanken. Der Turm steht wie eine 1. Hier ist überall Schatten, das ist sehr cool. Das heißt, ich werde mich jetzt einfach wieder hier irgendwo auf den Boden drauf prügeln. Mal das Zeug auspacken, nochmal gucken, ob ich noch schnell jemanden adden muss. Und alles andere erkläre ich euch dann, wahrscheinlich während des Raids, warum Kyogre so wichtig ist. Im Endeffekt ist es Groudon. Ich sage, es ist Kyogre, weil ich wünsche mir, dass es Kyogre ist. So, wir sitzen jetzt hier an der gelben Arena. In einer Minute, 45 Minuten geht hier der Raid auf. Ich gehe kurz mal auf die Arena. Guck mal, wer da drin sitzt. Hier ist ein Bloody Mary, Blood Moon und Makani vor einer Minute. Ich sehe hier kein Schwein, aber ich setze mich einfach mal rein mit diesem Krypto-Shiny. Und warum ist es wichtig, dass jetzt Proto-Kyogre hier reinkommt. Ich gehe mal kurz in den Community-Tab und zeige euch nochmal, wo der gepostet wurde, der Raid, wen wir einladen. Die Konda-Grafik hier im Community-Tab. Da ist der Raid gepostet, Überraschungs-Proto-Community-Raid, weil ich ja nicht weiß, welches es ist. Dann haben sich Leute eingetragen, die ersten 10 werden mitgenommen. Wir haben Pokehanda, Shenaya, Svegodat, Gopo, Gomanu, Trainer Sir Ups. Dann haben wir Margo FedEx, Catcher Nico, der gelbe Traum und Buddha schmeckt. Mofoka ist leider die Nummer 11, passt nicht mehr rein. Hier unten drunter habt ihr Proto Groudon, Proto Kyogre, die Konda. Bei Proto Kyogre nehmt ihr am besten Pflanzen oder Elektro-Pokémon. Bei Proto Groudon könntet ihr theoretisch Boden nehmen, aber ich empfehle euch, Wasser zu nehmen, weil Wasser ist doppelt effektiv, ist einfach ultra krass, also nehmt Wasser bei Boden Groudon. Groudon ist sowieso leichter zu machen mit weniger Leuten als das Kyogre. Die WP sind bei jedem gleich, 23, 51 ist der 100er Wert oder mit Wetterboost 29, 39. Das könnt ihr euch in Ruhe alles direkt nochmal angucken. Der geht jetzt auf, ich werde jetzt einladen. Und dann erzähle ich euch gleich nochmal, warum es so wichtig ist, dass es Kyogre ist. Und es ist natürlich ein Groudon. Ah, wir gehen also in den Groudon, in den Proto-Groudon-Raid. Das heißt wenigstens gut. Der ist jetzt vielleicht gut machbar. Ach man. Ich gehe jetzt einfach öffentlich rein. Ich denke mal, ich bin eh alleine hier. Da wird jetzt keiner großartig, außer Leute, die direkt vor Ort sind und nicht über den Fan-Raid-Pass. Jetzt müssen wir das mal hier reinschmeißen. Pokehanda, Shenaya, die Sveggos, Trainer, das sind 5, Buddha, Ketcher, Gelber, Gopo, Go, Manu, irgendwas.
Bereit-Button ist auch da. Seht ihr, da ist ein Bereit-Button. Wenn alle drin sind und jeder bereit gedrückt hat, wird der Raid direkt starten. Aber ich will natürlich Zeit geben, dass sie alle reinkommen. Ich habe mir sogar zwei Teams erstellt. Ich habe mir das Kyogre-Team erstellt mit Pflanzen und Elektro-Pokémon. Und ich habe mir das Groudon-Team erstellt mit lauter Wasser-Pokémon, Krypto-Sumpex an zweiter Stelle und eigentlich mit Kyogre. Kyogre könnte ich jetzt hier sogar auch eine Mega-Entwicklung durchführen, also die Protomorphose durchführen, dass der groß, stark und fett ist und wir mit dem jetzt einfach hier den Raid machen können. Schade, dass es Groudon ist, das heißt, ich muss danach gleich in die Stadt fahren und schauen, dass ich irgendwo noch ein Kyogre finde. Ich habe gesehen, ungefähr bei der Geburtstagslocation sind noch zwei Protos aufgegangen. Vielleicht ist davon einer Kyogre, denn ich brauche heute für 15 Uhr als Video Kyogre, denn heute ist Kyogre-Tag. Es sind zwar beide in die Raids gekommen, aber heute 18 Uhr hat Nayendik eine Kyogre-Raid-Stunde geplant. Von 18 bis 19 Uhr an jeder Arena geht Proto Kyogre auf. Da könnt ihr mich einladen, so Proto Kyogre. Ich kann 5 Raids mitmachen von euch. Ich möchte 18 bis 18.30 Uhr die Raid Mania machen. Und ab 19 Uhr möchte ich Proto Kyogre Raids anbieten. Raids für Zuschauer bis 22 Uhr. Also 3 Stunden, um euch zu helfen, dass ihr an die Proto-Energie kommt. Weil eben heute diese Raid-Stunde ist, ist das heute für mich der Kyogre-Tag. Deswegen möchte ich bin ja immer hier so ein Perfektionist, ich möchte einfach Kyogre Community Raid haben, 15 Uhr. Ich möchte die Raid Mania mit Kyogre haben, 18 Uhr. Und ich möchte ab 19 Uhr Kyogre Raids für Zuschauer haben. Das heißt aber gleichzeitig, ich muss morgen gar nicht so viel machen, weil ich ja die Aufnahme für Groudon schon habe und kann die Groudon-Aufnahme am Donnerstag raushauen. Damit nämlich am Donnerstag ist das gleiche nochmal. Was heute mit Kyogre ist, ist morgen mit Groudon. Ich habe meinen Groudon Community Raid, den ich 15 Uhr als Video dann raushauen werde, jetzt schon aufgenommen. Wir haben dann um 18 Uhr am Donnerstag eine Groudon Raid Stunde. Das ist von Nayendik so festgelegt. Also alles in den Proto-Formen natürlich. Und wir haben ab 19 Uhr von meiner Seite aus Groudon Raids für Zuschauer. Ich glaube, Thomas will aber am Mittwoch dabei sein. Das heißt, wer Groudon am Mittwoch schon raiden möchte, der könnte wahrscheinlich am Mittwoch auch bei Raids für Zuschauer schon Groudon raiden. Thomas würde dann für Groudon einladen. Ich hätte dann für Kyogre eingeladen. Das ist heute also Kyogre-Tag. Ich muss mir gleich einen Kyogre suchen. Wir waren jetzt 13 Leute. Wir haben hier gewonnen. Da hat es gut funktioniert, so wie es ausschaut. Ich hoffe, es waren alle drin. Ich drücke mich mal fix durch. Mal gucken, ob hier noch Fremde dabei sind. Ja. Unten wird mir eine angezeigt. Ein Makani Level 38. Suchst du nach Freunden? Also ich suche eigentlich nicht nach Freunden. Ich edite den jetzt auch nicht. Weil, weiß ich nicht. Jetzt gucke ich es mir mal kurz an. Die haben beide Wetterboost. Der hier 2900, der 2878. 2939 wäre, glaube ich, der 100er Wert gewesen. Wir werden das mal kurz für euch fangen. Und ich sage es immer wieder dazu, Groudon ist mein lieblingslegendäres Pokémon. Der sieht einfach genial aus. Der ist einfach stark, der ist kräftig, der ist mächtig, der ist nützlich. Der ist bombastisch, der ist groß und vor allem lässt er sich so gut fangen. Der Kreis ist so knüppel. Rot, aber auch gleichzeitig groß, dass das einfach fabelhaft werfen, da kinderleicht ist. Der hüpft nicht hoch, der geht nicht nach links, der geht nicht nach rechts, der schwebt nicht, der sitzt einfach nur da, der greift auch oft an. Meistens macht er aber gar nichts und du kannst einfach gemütlich drauf werfen, wenn du entsprechende Bälle hast. Ich glaube, die Bälle werden aber ein Problem bei vielen sein. Man kriegt nämlich wieder nicht so viele Bälle wie sonst. Ihr seid es vielleicht gewohnt, dass ihr so 20 Bälle kriegt, wenn ihr jetzt mit euren Freunden zusammen einen Raid macht und eine gute Zeit habt. Hier gibt es keinen Zeitbonus, glaube ich. Wenn ihr also mit Leuten spielt, mit denen ihr nicht befreundet seid, kann es wirklich sein, dass ihr nur 6 bis 8 Bälle habt. Ich habe jetzt, glaube ich, hier 14 Bälle gehabt. 14 statt 20 ist auf jeden Fall schon ein großer Unterschied. Aber 6 Bälle statt 20 ist noch ein größerer Unterschied. So, wir werden den jetzt hier eintüten. Dann gucke ich in Campfire nochmal, ob in der Stadt ein Kyogre aufgegangen ist. Werde direkt zu dem Kyogre gehen. Und dann werde ich beim Kyogre nochmal so tun, als wäre Mittwoch. Raid-Boss-Wechsel.
ich den Raid machen müssen, weil dann kommt ja der Kyoko Raid für euch am Mittwoch, obwohl ich den erst als zweites gefilmt habe, muss ich den Groudon Raid, den ich als erstes gefilmt habe, am Donnerstag dann als zweites raushauen. Das ist immer ein bisschen kompliziert, wenn man das so machen will. Ich hätte auch sagen können, mir scheißegal, der Raid ist zuerst, ich gehe heim, ich schneide den, ich lade den hoch, da habe ich keinen Zeitdruck und suche mir im Laufe des Tages einen Kyoko, was ich für Donnerstag hochlade. Nein, wir sind jetzt hier bei Groudon, dann habe ich den für morgen schon mal da und möchte heute unbedingt das Kyokre haben. Ihr seht, er greift öfters an. Das Gebäude hinter mir, Fledermausturm, immer noch am Start. Sieht immer noch mächtig aus. 2878. Gibt natürlich Proto-Energie. Wir haben jetzt, glaube ich, 90 Proto-Energie bekommen. Braucht man kein Ticket, braucht man nichts. Ist halt nochmal da für alle. Mein Plan war ja eben am Mittwoch Kyokre anzubieten alleine und am Donnerstag Groudon anzubieten alleine. Jetzt weiß ich nicht, wenn Thomas heute dabei ist und auch Groudon mitmacht, dann wurde ja mehr Groudon gemacht als Kyokre. Kann ich das so stehen lassen? Dadurch, dass Groudon ja mein Liebling ist, ist das ja eigentlich nur berechtigt, dass der mehr Raid-Zeit kriegt. Meiner Meinung nach ist er auch das nützlichere von beiden Pokémon. Egal ob GBL oder Raids, finde ich, dass Groudon einfach besser ist. Was seid ihr? Seid ihr Team Kyokre? Seid ihr Team Groudon? Schreibt's mal rein. Ich habe nur noch 4 Bälle. Ich hätte die ersten paar nicht so einfach werfen sollen. Ich hätte wirklich warten sollen, dass jeder einfach fabelhaft trifft. Ansonsten ist noch alles drin. Vielleicht kriegen wir auch wieder die Animation mit Last Ball, die ja neu ist. Die gab es ja früher nicht, die gibt es ja jetzt. Jetzt habe ich auch noch zu kurz geworfen, das heißt, der Ball ist drunter. Oh. Mein kleines Raupi habe ich auch dabei, vielleicht bringt mir das ja Glück. Ah, das war gar kein Angriff. Warte mal, wir stellen den Kreis nochmal ein. Der Kreis ist eingestellt. Die Spannung steigt, wir sind noch bei 3 Bällen. Greif an. Greif an. Greif an. Also Groudon zu fangen kann sich auf jeden Fall in die Länge ziehen. Kyoko schwimmt halt immer so hin und her, hin und her, hin und her. Das war ein Angriff, jetzt kann ich werfen. Einfach fabelhaft, perfekt. Das ist übrigens hier mein Glücksraupi, ja. Das ist dabei und soll mir Glück bringen. Ob es das wirklich tut, weiß ich nicht. Ich habe nur noch 2 Bälle. Das wäre dann, glaube ich, das erste Mal bei einem Community Raid, dass im Video beim Community Raid ein legendäres Pokémon flieht und ich leer ausgehe. So, das war wieder... Nein, ich habe zu spät geworfen. Der Kreis hat sich verstellt. Und er kommt natürlich raus. Perfekt. Und ihr habt genau noch einen Ball. Last Ball. Jetzt auf den Angriff warten. Das ist der Angriff. Ihr hört es auch am Ton. Wenn ihr mal... Wieder daneben geworfen. Und er kommt raus. Und er flieht. Das ist mein 100% Groudon. Das kann ich ja mal in die Kamera halten, weil ich mich so freue, dass das ein 100% Groudon ist. Juhu! Das Glücksraubi hat leider nichts gebracht. Es hat nur komisch geguckt. Ich guck mal, ob jetzt noch ein Kyoko-Raid irgendwo ist. Aber ich möchte eigentlich noch einen Groudon hier reinschneiden. Egal. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Habt ihr Bock auf Groudon? Schreibt's mal in die Kommentare. Was ist euch lieber? Groudon oder Kyokre? Ich bin raus. Also das ist mir zu viel. Und wie die in der Wirklichkeit aussehen und ob die überhaupt da sind oder nicht. Und das ist jetzt das, was ich meine im Gegensatz zu Kyokre vorhin. Kyokre, die ganze Zeit steht es da und guckt blöd und greift nicht an. Und dann schwimmt es nach links und schwimmt es nach rechts. Und dann greift es vielleicht irgendwann mal an, aber wirklich, wenn es am Rand ist. Groudon, der ist einfach in der Mitte. Der geht nirgendwo anders hin. Und der ist aggressiv. Der guckt zwar auch doof, aber... Groudon kommt immer zum Einsatz. Gerade bei Anego auch jetzt am Wochenende zum Go-Fest. Man hat Boden-Pokémon genommen. Stallobor, Knackrack, sowas. Aber auch Groudon natürlich richtig genial, wenn ihr da ein gutes habt. Dass ihr das als Bodenangreifer nutzen könnt. Kann auch Solarstrahl. Das heißt, selbst wenn ihr mit Kyokre gegen Groudon kämpft, kann das Groudon das Kyokre mit Solarstrahl überraschen und einfach wegfeuern. Der hat jetzt hier Lehmschuss, Feuersturm,